Hey, hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Little Nightmares 2. In der letzten Folge sind wir hier im Gebäude stehen geblieben. Es hat Menschen geregnet. Wie die Person hier. Und ja, anscheinend gucken wir jetzt mal nach, wohin die rennen und warum es die regnet. Der ist wohl gegen den Fernseher gerannt. Ja. Bevor wir runterspringen, gucken wir, gibt es hier einen Hut? Sieht nicht danach aus. Ah, hier können wir hoch. Sieht aus, als würde es gleich verbiegen. Hopp. Six, jetzt du. Ich fange dich im Notfall. Okay. Perfekt. Wir haben noch immer unsere Taschenlampe, das ist schön. Die Person will wohl zum Fernseher, was hinter der Tür ist. Scheinen sehr interessiert an den Fernsehgeräten zu sein. Wahrscheinlich müssen wir uns gar nicht schleichen, aber ich schleiche trotzdem zur Sicherheit. Wenn die Fernseher aus sind, weiß ich eh, okay, wir sollten am besten rennen. Okay, ich glaube, dabei sind wir sicher. Okay, ich kann nicht daran ziehen. Hab gedacht, vielleicht können wir daran ziehen und so. Oh. So. Kurz Licht aus, damit wir sie nicht blenden. Ja. Mit dem Fernseher in der Badewanne wäre ich auch immer gerne. Aber mein Fernseher ist leider nicht wasserfest. Wow. Ich konnte nicht springen. Hallo Six. Da bin ich schon wieder. Uff, das war knapp. Ich bin ja schon hier, Six. Hallo. Deutet ganz, dass wir herkommen sollen. Ich bin doch schon hier, Six. Oh. Oh, habe ich Six verbuggt? Warte, vielleicht hilft es, wenn ich sie blende. Ah, wir müssen weiter nach oben. Oh, ne. Ah, ich verstehe. Kann ich mich hier festhalten? Nee. Ich glaube, wir müssen rausspringen, bevor wir hier weiterkommen. So, Six. War es richtig? Ich dachte, vielleicht müssen wir da nämlich hin. Aber Six ist nicht gesprungen, deswegen war ich mir jetzt unsicher. Aber vielleicht müssen wir eher die Tür öffnen. Aber warum springt Six nicht auch raus? Oder hat sie das einfach nicht gesehen? Ah ja, wir sind auf jeden Fall jetzt da, wo Six ist mit dem Aufzug. Frage ist, woher kriegen wir den Schlüssel? Hier drinnen?
Ah, das kann ich hochziehen. Kann ich das öffnen? Ja. Ah, hier ist der Schlüssel. Eine Tasse. Okay. So, bitteschön 6. Jetzt musst du uns helfen. Hier. Upsala. Und jetzt können wir jetzt weiter nach oben fahren? Ne, wir fahren wieder nach unten. Tschüss, Six, ich komme gleich wieder. Okay, gut zu wissen. Wir fahren wieder nach unten. Fahren wir kurz wieder nach oben. Ja, da bin ich wieder. Magic. Frage ist, wo lang? Wieder da zurück? Ne. Hier ist ja nichts, genau. Entschuldige. Ich möchte Six nicht andauernd blenden, aber irgendwie blenden wir sie trotzdem. Oder ist das doch richtig? Muss ich runterfahren? Dann kommt ein anderer Aufzug, mit dem wir dann hochfahren können. Warte, ich fahre nochmal kurz runter. Six, du wartest hier. So. Nein! Oh, verdammt. Ich wollte wieder rausspringen und dann wieder hochklettern, aber Ich hab das verkackt mit dem Springen. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Das Ding ist, ich weiß nicht mal, ob es richtig ist, aber was anderes fällt mir gerade nicht ein. Deswegen schaue ich mal. Boah, wie hoch wir fliegen. Na, kletter hoch. Danke. Okay, wir können hier nicht rüber. Okay, ich habe gedacht, vielleicht können wir hier rüberspringen, aber nee. Aber ich glaube, da ist auch eine Wand. Das habe ich noch nicht gesehen. Okay. Wir wissen ja auf jeden Fall jetzt, wo der Schlüssel ist. Wir wissen auch, hier gibt es keine Geheimnisse. Das heißt, wir können einfach den Schlüssel nehmen und zurück. Passiert nichts. Oder? Hat sich hier irgendwas getan? Sieht nicht danach aus. Kann Six mir da helfen? Nee, auch nicht, oder? Echt? Das hat irgendwas damit zu tun. So, da ja. Kommt jetzt noch ein Aufzug oder so? Nein. Ah, jetzt verstehe ich. Jetzt müssen wir den Aufzug hochrufen und wenn er dann kommt, raufspringen. Ah. Seems legit. Okay, da ist ein Weg. Was ist da? Auch noch ein Weg. Gut,
dann gehen wir den Weg kurz. Weil es geht ja meistens immer nach rechts. Das ist ja so ein Spiel, wo es von links nach rechts geht. Das heißt, alles, was links ist, könnte ein Geheimnis sein. Wo ein Fragment ist. Und vielleicht ein Hut. Sieht zwar nicht danach aus, aber vielleicht. Mal gucken. Kann ich hier irgendwas machen? Was ist da überhaupt? Ist da ein Rabe drin? Sieht sehr lecker aus. Das sind Fotos, die können wir uns leider nicht angucken. Okay, außer einem Fragment war da nichts. Gut. Dann gehen wir weiter. 6. So, jetzt so. Okay, wir sind auf einem Dach. Gut zu wissen. Können wir hier irgendwas machen? Ist hier irgendwas? Weil das so dasteht, als könnte man da irgendwas tun. Nein. Gut, dann gehen wir runter zur 6 und gehen weiter. Hier rein? Nein, durchs Fenster wahrscheinlich nicht. So, jetzt da. Ah, noch ein Fragment. Das Fragment wollte die Wurst haben. Ich hätte auch gern die Wurst. Ah. Ah, verdammt, wir können da nicht zur Wurst, oder? Nee. Auf jeden Fall Ratten. Interessant. Ne, zur Wurst kommen wir leider nicht. Gut, dann öffnen wir mal 6 die Tür. Vielleicht hilft uns ja die Wurst zu öffnen. Runterzuholen. So, 6. Kannst du mir helfen, die Wurst hier zu holen? Ich habe Hunger. Oh, ich will mich nicht wieder aussperren. Ah, das Licht blendet sie. Komm rein, 6. Drin ist er schön warm. Schnell. Hä? 6, komm doch rein. Habt ihr extra die Tür aufgemacht? Erst diese blöde Tür, kann die nicht offen bleiben? Ach so, verstehe. Das ist im Weg, deswegen kommt sie nicht rein. Klingt logisch. Hallo? Okay. So, irgendwie war unsere Kamera in der Wand geklitscht. Oh ne, wir haben 6 verklitscht. Also eins muss ich sagen, der erste Teil war viel besser. Der Teil ist bei mir so buggy, also ich weiß nicht, stelle ich mich einfach nur so blöd an und ich verbug's einfach selbst oder ist das Spiel generell so verbuggt? Ich sag's euch, Leute, tut nie ein Spiel vor deinstallieren, wenn ihr euch das gekauft habt. Ich werde nie wieder mehr in meinem Leben auf Steam ein Spiel vorinstallieren, wenn ich was gekauft habe und es noch nicht draußen ist.
Ich meine, Cyberpunk ist halt eine schlechte Wahl, weil Cyberpunk war so oder so verbuggt, aber. So, Six. Jetzt nimm mal eine Hand. Nee. Sie geht da nicht rein. Warum geht Six nicht da rein? Ach so, stimmt, weil das wieder im Weg ist. Ach, jetzt haben wir Six wieder verpackt, oder? Ich raste aus. Dann gehen wir ohne Six weiter. Mir ist scheißegal. Wenn Six unbedingt so. Ich glaube, wir müssen dann das hier öffnen, oder? Ne? Ich dachte, ich muss ins Haus. Wo muss ich sonst hin, wenn nicht ins Haus? Weiter nach oben geht's doch nicht, oder? Hier kann ich mich nicht festhalten. Kann ich hier was machen? Nein. Ich mach nochmal die Tür auf, aber ich schaue jetzt nicht, dass ich Six da rein verpack. Ich guck mal kurz. Sind alles nur Ratten und halt die Wurst, die ich gerne haben wollen würde. So, ich schieb's nicht mal ganz nach vorn. Vielleicht ist es dann besser. Six, kommst du mit rein oder bleibst draußen? Ist deine Entscheidung, Six, aber ich gehe jetzt hier rein. Muss ich den Käfig rausschieben? Ich bezweifle es. Hier an die Wurst komme ich auch nicht, leider. Ja, dann Six, dann sag mir, wo lang. Dann nach unten geht's ja nicht, oder muss ich schauen, dass ich durchs Fenster. Nee, da ist kein Fenster. Aber wo muss ich dann hin? Kann er nicht da von außen da drauf rumklettern? Ah ja, doch, okay. Dann war das Haus echt nur dazu für das Fragment, okay. Aber ich will endlich mal wieder einen Hut haben, kein blödes Fragment, um ehrlich zu sein. Ich habe jetzt ein bisschen genug Fragmente gesehen. Kann ich jetzt auch mal wieder einen Hut finden? Die sind mir lieber. Vor allem habe ich irgendwie das Gefühl, ich habe einen Hut übersehen. Ah ja, und wir sollen wieder unseren Weitsprung beweisen, dass wir auch Olympia-ready sind. Gut, ich würde mal sagen, wir sind nicht Olympia-ready. Ach komm, Six ist jetzt auch wieder hier. Die hätten ruhig da machen können, dass Six schon drüben ist. Ja. So, Six. Wir nehmen jetzt viel mehr Anlauf. So. Jawohl, das war Olympia ready. Geht das hier oder hier? Hier lang, okay. Dafür brauchen wir wieder Six. Ups. Ich glaube, wir müssen auf die Seite hoch, oder? Ne, doch auf die Seite, wo Six steht. Gut. Immer so schwer zu sagen mit diesen blöden Leitern. Und jetzt das Rohr hinauf. Six. Und jetzt ist er offen. Ich glaube, ja.
Okay, ich habe gesehen, Six ist auch schon unterwegs. Okay. Das ganze Haus zerfällt fast. Ich glaube, wir sollten laufen, oder? Ja. Ich glaube, das hätte heißen sollen, wir sollten laufen. Okay, das Haus zerfällt und wir müssen laufen. Gut, dann laufen wir mal. Bei dich, Six. Ich habe so eine böse Vorahnung, dass hier alles gleich auseinanderfällt. Ich weiß nicht woher, aber ich habe so das Gefühl, ich kann in die Zukunft sehen. Verdammt, wir brauchen einen Türknauf. War hier nicht irgendwo einer? Oder muss ich einfach nur an die Tür drücken? Vielleicht geht's, wenn wir nur drücken. Ja, okay. Ah, verstehe. Oh oh. Lauf, Six. Warum ist Six viel schneller als wir? Wir sind echt ein Lahmarsch. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob wir rüberspringen sollen, weil Six da stehen geblieben ist und sah ziemlich weit aus. Auch wenn wir Olympia Gold haben im Weitsprung als Mono, sah es trotzdem für mich ziemlich weit aus, dass er es nicht schafft. Okay, ich laufe einfach und springe, auch wenn Six hinfällt. Wir springen einfach. Egal was passiert. Wir springen. Haben sie überlebt? Sind tot? Ich sehe nur schwarz. Oh. Taschenlampe ist kaputt. Oh, Gott sei Dank. Hier geht's gut. Stemmen wir jetzt? Nein, okay. Wir sterben nicht. Six musste auch schon ziemlich viel miterleben, ha? Von Kindern entführt, dann mussten wir sie befreien und sie ist voll auf den Kopf gelandet. Jetzt wurde sie fast zerquetscht. Also in Six Haut möchte ich nicht sein, da möchte ich eher in der Haut von Mono sein. Huch, was ist denn das für? Wir sind also in einem Gebäude. Frage. Six, geh einfach an der Tür vorbei. Hier, lass uns die zumachen. Frage ist, hier lang? Nee, es sieht nicht danach aus, als müssten wir hier weiter. Können wir uns hier kurz umgucken? Vielleicht ist da ein Hut. Ein Spielzeug, hier, Six. Kann sie was in die Hand nehmen, wenn wir sie in die Hand drücken? Ich glaube nicht. Da können wir uns verstecken. Können aufs Bett. Können hier rauf. Da ist ein Würfel wieder. Leider haben wir keine Lichtquelle mehr, aber ich habe hier keinen Hut gesehen. Dann gehen wir hier weiter. Da ist wieder ein TV. Oh. Den wir wieder ran müssen. Na komm ran. Okay, das scheint richtig zu sein.
Hier. So. Und noch einmal, glaube ich. Jetzt gucken, ob uns Six wieder rauszieht oder ob wir diesmal an die Tür rankommen. Gleich sehen wir da. Oha. Tür ist offen. Oh oh. Uff. Wer war die Person? Jagt ihr uns jetzt? Oh oh. Was haben wir angestellt? Oh nein. Das ist nicht nur creepy. Six, lauf! Jetzt kann ich mal wo lang? Ins Kinderzimmer, verstecken unterm Bett. Ich meine, er sieht das sicherlich nicht. Nein. Die Fragmente, die wir aufgesammelt haben, sind Kinder wie Six, die von dem Mann, nee, das kann ich nicht sagen, die von dem bösen Mann mit Hut entführt worden sind. Jetzt sind wir wieder alleine. Wir haben Six schon wieder verloren. Wir sind ein schlechter Begleiter. Ich verstehe. Wir müssen jetzt in den Fernseher rein und Six zurückholen. Aber vorher möchte ich mich noch umgucken, dass wir hier eh keinen Hut verpassen. Es sieht aber nicht danach aus. Dann let's go. Ab in den TV. Wer wünscht sich nicht gerne in die Welt des Fernsehens rein? Ja, wenn die so ausschaut, vielleicht jeder. Okay, wo sind wir? Wo ist Six? Licht haben wir nicht. Das ist wieder ein TV. Und von da kamen wir, von da oben. Das kann ich nicht öffnen. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich... Ich möchte mich trotzdem noch umgucken. Wer weiß, wie viele Hüte wir sonst übersehen. Aber es sieht nicht danach aus, als gäbe es hier einen. Okay, diese Hüte sind... Hüte, sage ich. Diese Fernseher sind Portale, verstehe. Huch. Jetzt wissen wir, warum Menschen von Himmel gefallen sind, weil die wahrscheinlich aus dem Fernseher geflogen sind, weil die zu nah rangegangen sind und durchgeglitscht sind, wie wir gerade.
Was ist das für eine schwarze Magie? Teleportation durch die Faust. Ah, verdammt, wir sind scheiße geschwungen. So, das ist schon besser gewesen. Hoch mit dir und hier rüber. Okay, hier ist ein Telefon. Ein Fernseher und hier ist eine Leiter. Er schaltet ein. Jetzt muss ich drücken, damit er ihn einschaltet. Ah. Genau hier durch und hier raus. Cool, ich kann den ein- und ausschalten. Cool, wir haben eine Fernbedienung jetzt. Hier nach unten können wir aber auch. Warte, ich gehe kurz hier nach unten. Ah. So, den schalten wir ein. Hier gehen wir nach unten. Hier wird wahrscheinlich auch ein Fernseher gleich sein. Wo wir dann hier durch können, oder? Nee, das scheint der richtige Weg zu sein, verdammt. Kann ich hier auch wieder zurück? Ah, hier geht's auch wohl lang. Ah, das ist die Polizeimütze. Wir haben einen neuen Hut gefunden. Aber wie komme ich da hoch? Ich gucke erstmal den Polizeihut. Okay. Ah, da gefällt mir mein jetziger Hut noch immer besser. Na gut, ich würde aber sagen, ich mache hier einen Cut und wir gucken uns in der nächsten Folge um. Ich werde schauen, dass ich hier oben wieder nach oben komme. Und ja, dann gucken wir kurz da oben rechts weiter, weil ich glaube hier unten rechts geht es weiter, aber ich weiß gerade nicht, wie ich hier hochkomme, deswegen schaue ich kurz, dass ich das Spiel neu starte vom Kontrollpunkt, vielleicht kommen wir dann wieder, spawnen wir wieder hier oben. Gut, dann verabschiede ich mich hiermit, bis zu einer weiteren Folge von Little Nightmares, wenn wir wieder versuchen Six zu retten, weil wir sie schon wieder verloren haben und ja, dann bis zu einer weiteren Folge, ciao!